Ja, herzlich willkommen und hallo alle zusammen zu unserem heutigen CLC Kickoff Mein Ziel 22 nach dem gesamten Projektteams. Und ihr seht schon, John Pütz hat es immer so schön gesagt früher, wir haben da etwas für euch vorbereitet. Also wir haben auch heute schon eine kleine Reise für euch vorbereitet mit ganz vielen Etappen. Wie ihr seht, auch mit verschiedenen Reisebegleitern, die euch einiges zum Thema Zukunft erzählen werden und natürlich auch zu dem Plan, dem neuesten heißen Plan der CLC-Community Mein Ziel 22. Und ja, wir freuen uns einfach auf die Stunde mit euch, auch auf ganz viele Fragen natürlich, freuen uns auch schon, dass so viele dabei sind, das ist total genial und starten jetzt einfach mal in die Reise, würde ich sagen. Genau, ich hatte nochmal darum gebeten, das Why am Anfang nochmal mit ein, zwei Sätzen einfach hier darzustellen und ich habe am Wochenende ein Video gesehen, da war eine total gute Bemerkung drin, die ist bei mir sehr hängen geblieben und die Bemerkung war, was wir in den nächsten 10 Jahren an Veränderungen erleben werden, das hat die Welt in den letzten 100 Jahren nicht gesehen. Und ein zweiter Satz war, heute ist eigentlich das langsamste Tempo der Veränderung. Also alles, was noch kommt, wird quasi noch schneller werden als das, was wir aktuell erleben. Das ist bei mir sehr, sehr hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach das, was auf uns zukommt in einem irren Tempo. Ganz, ganz, ganz viele Themen, die wir jeden Tag immer wieder lesen, hören, sehen, von anderen mitbekommen, in Firmen mitbekommen, bei Kunden mitbekommen, etc. Also von daher, da kommt einiges auf uns zu. Und an uns ist es jetzt zu entscheiden, also zu entscheiden, ob wir sagen, ich lehne mich jetzt mal hier ganz entspannt zurück und schaue mal, was da kommt. Und wenn es dann da ist, dann gucke ich halt, wie ich damit umgehe. Oder ob ich sage, Mensch, ist ja total spannend und was kommen denn da für Themen? Und ich möchte eigentlich vorne an der Spitze sein und nicht hinten irgendwo bei den Nachzüglern, sondern ich möchte vorne dabei sein und wissen, was kommt denn da, wie gehe ich damit um, wie kann ich das einordnen. Und gerade auch bei Kunden und im Firmenkontext ist es natürlich cool, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich möchte jetzt das und das und man sagen kann, oh, warte mal, darüber weiß ich schon was oder ich weiß zumindest, wen ich fragen kann oder wo ich nachgucken kann. Wir können also wirklich über das Thema reden, anstatt zu sagen, oh, nie gehört, muss ich erstmal schauen, wie ich damit umgehe. So, und weil es natürlich an uns ist, hat die CLC-Community natürlich wieder eine wunderbare Idee gehabt. Danke Karl-Heinz nochmal für die Initiative und Simon. Und hat gesagt, ja, aber warum denn alleine durch die Dinge gehen? Warum denn das nicht einfach zusammen machen und so das erste Quartal des Jahres und noch ein paar Monate mehr gestalten? Und für den Kickoff sind wir heute hier und dafür begrüßen wir euch ganz herzlich. Der Henning stellt euch nämlich jetzt die Reisebegleiter vor. Stimmt. Wir sind ja alle gar nicht alleine, das ist immer das Tolle, sondern Karl-Heinz und Simon hatten ja irgendwann im November, Anfang Dezember aufgerufen und wir haben uns dann als kleinen Trupp, ihr seht uns hier auf den Slides, zusammengefunden und natürlich dann über Teams und Co. organisiert und sind kleine Teilbereiche aufgeteilt. Deswegen sind wir natürlich ein größeres Team, aber heute primär dabei die Martina, ihr habt sie schon gehört, die Svenja, der Jakob und ich. Und den Rest werdet ihr dann im Rahmen von dem tollen Logo sehen. Danke dafür. Oder auch den Podcast, den Videos und weiteren Dingen, die in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten kommen werden. Und zwar haben wir noch etwas für euch vorbereitet, weil wir mögen ja alle Interaktivität, wie ihr wisst. Es geht darum, alle einzubeziehen natürlich und auch eure Stimmen, eure Meinung, eure Erfahrungen zu hören. Deshalb haben wir eine kleine Mentimeter-Umfrage vorbereitet. Und ihr seht jetzt unten, also ihr könnt über menti.com gehen und den Code eingeben. Ihr könnt auch mit dem Handy den Barcode einfach einscannen. Und für die nächsten Fragen ist es natürlich auch immer die gleiche Menti. Ihr bleibt also einfach drin. Und wie ihr seht, für diejenigen, die sagen, oh, das klappt aber gerade nicht, ich habe auch nichts zur Hand irgendwie für Menti, dann könnt ihr natürlich auch im Chat teilnehmen. Also ihr seht, die Frage ist auch im Chat hier erwähnt. Also wer das mag, kann natürlich gerne in den Chat schreiben. Und ich muss jetzt den Handy einmal rausschmeißen aus der PowerPoint, weil ich natürlich meinen Bildschirm teilen muss, um die Menti anzuzeigen. Wunderbar. Also, wir hatten die Frage gestellt, wie zukunftsfit fühlst du dich im Hinblick auf zu erwartende Themen? Und ihr hattet die Möglichkeit oder habt noch die Möglichkeit, alles zwischen überhaupt gar nicht fit und sehr fit für die Zukunft zu wählen, auf einer Skala von 1 bis 5. Und ihr seht jetzt gerade, ja, die Corporate Learning Community liegt im Moment so bei der 3,5. Wir warten einfach noch einen Augenblick.
Und ihr könnt gerne schon mal die zweite Frage in den Chat posten. Und ich klicke jetzt auch hier weiter. Hopp. Die zweite Frage. Wir sehen einiges schon an Nennungen, das einläuft. Und ihr habt auch die Möglichkeit, mehrere Sachen einzugeben. Das war uns ganz wichtig. Also wir sehen Agilität, Hybrid Learning, Lernen neu organisieren, Agile mehrmals, Visualisierung, Führungskräfteentwicklung, Blockchain. Also ganz viele Themen, die hier schon aufkommen, auch einige Doppelungen. Die lesen wir jetzt natürlich nicht vor, was wir aber mit euch, was wir natürlich tun im Anschluss an das Kickoff, dass wir die Ergebnisse mit euch teilen. Die wird es dann auf der Co-Learn-Seite auch geben, damit ihr auch seht, was ist so der bunte Themenstrauß, der tatsächlich jetzt hier gerade reingekommen ist. Und ganz ehrlich, ich scroll mich hier gerade zu Tode, es hört gar nicht auf. Dankeschön. Riesig. Wahnsinn, genau. Und immer wieder, ja, Doppelungen, aber auch immer wieder neue Kristallkugelkompetenz. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also das würde ich auch gerne lernen. Das fände ich fantastisch. Metaverse einige Male, AR, VR, Businesswelt. Also ich kann gar nicht quasi zu Ende scrollen. Das ist ja super. Lernen, Netzwerken. Ja, wir werden das auch auswerten und euch dann zur Verfügung stellen. Also es kommen immer noch Antworten. Ihr könnt auch gerne weiter antworten. Wir gehen aber trotzdem auch weiter zur dritten Frage, weil wir natürlich schon schauen, ob wir das Ganze ein bisschen eingrenzen können. Und deshalb bitte als dritte Frage beantworten, welches Thema interessiert dich denn ganz besonders? Und hier geht es wirklich nur um eine Meldung. Also was könnte vielleicht wirklich euer Thema für dieses erste Quartal, für unsere gemeinsame Lernreise sein? Und schon ploppen die Antworten hier wieder auf. Wahnsinn. Graswurzel, E-Learning, Überzeugungsfähigkeit. Ich bin mal gespannt, ob die Kristallkugel nochmal kommt. Agilität, Metaverse, Visualisierung. Ja, warten wir noch einen Augenblick. Und wie gesagt. Ich habe wieder neue Wörter gelernt, Martina. Riesig. Welches denn? Das verrate ich nicht. Okay, ich bin auch ganz gespannt. Time to skill, finde ich. Time to skill, uh-huh. Ja. Oh, Gamification für Führung. Muss ich auch erstmal googeln. Ja, wir reden ja gleich noch über die Stolperfallen in den Zielen. Ich sehe aber jetzt schon, es gibt wieder so viele gute Sachen. Meine übliche Stolperfalle, zu viel gleichzeitig. Auf jeden Fall, weil so tolle Sachen hier einfach dazwischen sind. Sehr schön. Okay, es kommen immer noch Meldungen rein. Macht das auch gerne. Wir würden nur so langsam jetzt wieder auch an unsere Reisebegleiter für das heutige Kickoff und Reisebegleiterinnen natürlich übergeben, um hier weiterzumachen. Alles klar, wir teilen hinterher, versprochen. Ich muss kurz die Bildschirme sortieren. Ja, danke Martina für die Mentees und danke an euch alle. Wie viel sind wir denn überhaupt hier? Irgendwie über 150 oder so. Und danke für euren Input, weil genau darum geht es ja jetzt, heute, die nächsten Wochen, Monate bei den nächsten Veranstaltungen, um zu gucken, Mensch, welche Themen bewegt das Land? Ja, welche Themen bewegen uns? Und Thema Future Skills und die Themen, die uns alle so umtreiben. Und da möchten wir die nächsten 2-3 Minuten auch ganz kurz eben mit einem Umriss drauf eingehen. Jakob und Svenja werden es später auch nochmal sagen. All das, was wir hier im Kickoff nur anreißen, ja, wir werden es entsprechend auf den Slack-Kanal der Corporate Learning Community natürlich auch packen, auch die Links, die dazukommen, die wir hier als Quellen genommen haben, auch noch weitere Dinge, sodass diejenigen, die jetzt sagen, puh, weiß ich eigentlich gar nicht, ja, und wo das so hingeht, da natürlich dann auch noch Futter haben, um zu lesen, um zu lernen, um sich für die Lernreise dann entsprechende Ziele auch zu generieren, zu finden. Wo geht's hin mit diesen Skills, ja, in der Zukunft? Ja, wir haben darüber gesprochen und dann haben wir mal gedacht, ach ja, wenn es über Skills geht, da wird ja seit 1,5 Jahren permanent drüber gesprochen, dann sollte man ja erstmal auch überlegen, welche Jobs gibt es denn überhaupt in Zukunft? Vielleicht kann ich mich da ja auch enablen für einen neuen Job, den es noch gar nicht gibt. Ja, also haben wir auch hier mal ein bisschen recherchiert und ein paar Dinge auf die Wand geworfen. Und ich habe jetzt so die rausgenommen, wo ich sagen würde, Mensch, das wäre auch was für mich. Ja? Und Work from Home Facilitator. Und das kann ich, glaube ich, jetzt schon ganz ordentlich, ja. Und zu Hause arbeiten kann ich. Und dann geht es darum, anderen Menschen in der Organisation zu zeigen,
wie arbeite ich zu Hause? Ja, also was wir heute über Virtual Teams, Virtual Leadership unter Trainings in diesen Bereichen verstehen, fasst sich dann zusammen unter Work from Home Facilitator oder Smart Home Design Manager. Bin ich natürlich auch seit 2 Jahren dabei und hier alles Smart Home, Alexa habe ich ausgestellt, ja, sonst zeichnet die noch wieder alles auf und alles so anzupacken, aber dann auch unter der Prämisse, dass zu Hause mehr gearbeitet wird, noch mehr gearbeitet wird, ja. Oder wir haben es eben auch bei den Themen gesehen, XR, Immersionskonsuler und ja, also jemand, der die ganzen Realitäten koordiniert, Thema Metaversum und was auf uns zukommt. Wahnsinnig spannende Berufe. Workplace, Environment, Architect, ja, wo arbeite ich überhaupt in Zukunft? Ganz, ganz viele Dinge und die sich entwickeln. Wieder mal so, du hast es zu Anfang auch gesagt, Martina, so ein Punkt. Es ändert sich gerade so viel, es entwickelt sich so viel und und viele Jobs wird es nicht mehr geben, das wissen wir alle, aber es wird sehr viele andere dafür geben. Und unsere Aufgabe ist es, Chief Master of Disaster, ja, das ist Marcel, das bist du wahrscheinlich selber, ja. Und unsere Aufgabe ist es, uns darauf vorzubereiten, ja. Und da können wir die Basis legen im Thema Skills, ja, Future Skills. Auch hier ein bisschen ja, Raphael Gegenbietra als Quelle. Und einfach mal an die Wand geworfen, wo sollten respektive müssen wir uns vielleicht oder ohne vielleicht entwickeln? Ja, die Future Skills, Thema Tech, Leadership, Social oder dann eben ja, hier kognitive Geschichten. Und ihr könnt das selber lesen. Und wie gesagt, wir werden euch auch da viele Themen und Links noch weiter in die Slack-Community packen, ja, insbesondere Digital Ethik. Ja, und wie klappt das Ganze in der immer zusehender vernetzten, digitalen, automatisierten Welt? Die Jobbilder, die KI-Integration in Organisationen dann vorantreiben. Und da wird sich also sehr, sehr viel menschlich, technisch entwickeln, wo wir Skills für brauchen, die wir zu teilen haben. Und es dann aus irgendeinem der riesigen Puzzle, die Puzzle, die mein Sohn so gerne macht, ja, wo man eigentlich gar nicht die Teile erkennt, ja, und sich zusammensetzen, ja. Also wir wissen noch gar nicht genau, wo es hingeht. Ne? Das als kleiner Mini-Impuls und Thema Future Skills und Future Jobs und wo die Reise hingeht, mehr auf den Slack-Communities und natürlich in den Googles dieser Welt. Danke. Alles klar. Ja, Svenja, jetzt haben wir schon einiges gehört und viele verschiedene Sachen sind echt tolle Eindrücke. Also vielen Dank euch beiden dafür schon mal. Ich habe aber inhaltlich noch ein paar Fragen, wie dieses Projekt denn ablaufen soll. Kannst du mir da vielleicht helfen? Ja, klar, Jakob. Wahrscheinlich haben einige von euch auch schon diverse Blogposts gelesen. Dennoch erzähle ich gerne was zu dem ganzen Projekt und kläre euch gerne organisatorisch und vor allen Dingen dich erstmal auf, Jakob. Ja, also ich habe mir letztes Jahr eh schon viele Themen aufgeschrieben, wo ich mich gern selber ein bisschen weiterbringen würde, wo ich gern was zu lesen oder was zu machen möchte. Und ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich das hier verbinden soll. Und dazu habe ich auch noch eh recht viel andere Themen auf dem Tisch, wo ich gar nicht weiß, wie ich das zeitlich alles zusammenpacken soll. Vielleicht kannst du mir erst ein bisschen grundlegend was sagen, was mein Ziel 22 eigentlich für ein Projekt ist. Also, wie ihr alle wisst, die Corporate Learning Community veranstaltet vom Tag heute 17.01., das ist unser Kickoff, bis zum 25. Mai diese selbstorganisierte Lernreise, wie wir sie nennen, Hashtag mein Ziel 22, habt ihr schon in diversen sozialen Netzwerken hoffentlich schon mitbekommen. Und dabei geht es darum, dass wir alle hier, alle lernen und wissbegierigen Menschen zusammenkommen. Ihr könnt alle mit dabei sein ab heute. Ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen und habt die Möglichkeit, gemeinsam euch weiterzuentwickeln. Ja, ich habe jetzt häufig das Wort Lernreise irgendwie gehört und dass die Lernreise jetzt heute startet und dann das erste Quartal geht. Was steckt denn hinter dem Wort Lernreise zum einen und zum anderen? Wieso ist denn dieses erste Quartal ab jetzt als Zeitraum gewählt worden für dieses Projekt? Also wir haben uns
gedacht, dass wir euch erstmal an die Hand geben, dass ihr ein ganz konkretes Lernziel für euch wählt, damit ihr euch einfach besser und du dich besser fokussieren kannst. Denn wie du gerade eben schon gesagt hast, man hat so viele Themen auf dem Tisch. Also sagen wir, verkürzen wir das Ganze auf ein Quartal und geben dir nicht das ganze Jahr dafür Zeit, damit es für dich auch einfacher wird und du deine Ziele oder dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Und genau, deine zweite Reise, warum Lernreise? Weil du die Möglichkeit hast, hier mit allen Corporate Learning Professionals zusammen Verbündete zu finden, die vielleicht ein sehr ähnliches Lernziel wie auch du hast. Und ja, so könnt ihr euch gemeinsam vernetzen, zusammentreffen und austauschen und gemeinsam die Ziele erreichen. Und zum Thema Lernreise, auf dieser Lernreise wollen wir uns immer wieder gemeinsam treffen und die Reise gemeinsam gehen. Und zu den einzelnen Terminen, wo wir dann auch nochmal gebündelt zusammenkommen, sage ich später nochmal was dazu. Okay, also weil zuerst dachte ich auch, wieso muss ich das Ziel denn jetzt hier veröffentlichen? Das ist doch irgendwie meine Sache. Ich lerne da so ein bisschen vor mich hin. Aber jetzt sagst du, dass ich da auch die Möglichkeit habe, Verbündete zu finden, die was Ähnliches machen wollen und ja, wo ich dann einfach spannende Eindrücke bekommen kann. Okay, wie geht's denn los? Also wie finde ich denn Verbündete und wo mache ich mein Ziel überhaupt sichtbar und öffentlich? Und da hast du recht, ja. Also einerseits können Ziele sehr persönlich sein, aber es ist doch so, dass gerade im beruflichen Kontext, auch zum Thema Future Skills, was wir gerade gehört haben, viele Professionals diese Themen teilen. Also warum sollen wir uns ja nicht zusammentun und gemeinsam diese Ziele teilen? Und genau, du fragst es gerade, wie können wir diese Ziele sichtbar machen? Einerseits möchten wir euch gerne dazu ermutigen, eure Ziele auf unserem Co-Learn-Blog sichtbar zu machen in den Kommentaren. Das haben allerdings auch schon sehr viele getan. Wenn das noch nicht bei euch der Fall ist, könnt ihr dem gerne nachgehen. Und jetzt möchte ich gerne mal jemanden bitten, den Link zu dem Blog in den Chat zu posten. Falls ihr keinen Zugang zu dem Chat habt, wir werden das alles nachher nochmal teilen. Also das wäre eure erste Anlaufstelle, wo wir euch bitten würden, euer Ziel zu teilen. Und darüber hinaus ist es ganz euch überlassen, wo ihr euer Ziel noch teilen möchtet. Das können diverse soziale Medienplattformen sein, wie zum Beispiel LinkedIn, Facebook, Xing etc. Einfach da, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euer größtes Netzwerk habt. Go for it. Okay, das heißt, dann tue ich mein persönliches Ziel dort auf dem verlinkten Blog teilen und nutze dann das Netzwerk, was mir am meisten liegt. In meinem Fall ist es, glaube ich, LinkedIn, aber wie du sagst, da gibt es ja viele weitere, wo ich dann das auch poste. Und im Chat steht es auch schon, am liebsten das mit dem Hashtag verbinde, dass es einfach, dass ich von anderen gefunden werden kann. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit oder irgendwie eine Vorlage, wie ich mich dran halten soll, wie ich mein Ziel formuliere und was ich da genau mache? Gibt es da eine Hilfestellung für mich irgendwo? Ja, wie du dein Ziel formulierst, wird dir später in der Veranstaltung auch noch Martina und Henning mehr zu erzählen. Allerdings findet ihr auf co-learn.de auch eine Vorlage, die ihr nutzen könnt, wie ihr euer Ziel formulieren könnt und auch diverse Inspirationen für eure Ziele. Und dazu posten wir gerade auch einmal die Links in den Chat. Okay, alles klar. Das ist schon mal hilfreich. Da sehe ich auch schon direkt ein paar Sachen, die mich ansprechen. So eine Sache trage ich noch mit mir rum, das beschäftigt mich schon ein bisschen. Also ich tue jetzt zum Jahresbeginn mein Ziel formulieren, mache das auch öffentlich und habe dann ja auch direkt ein bisschen Druck, das Ziel auch zu verfolgen und durchführen zu müssen. Was mache ich denn, wenn ich nach dem Vierteljahr irgendwie, dass mein Workload doch höher war und dass ich mein Ziel gar nicht erreicht habe? Ich glaube, das wäre mir irgendwie ein bisschen unangenehm. Also zum einen sollten wir dazu dir vor allen Dingen bewusst sein, das Ganze hier ist freiwillig. Wir wollen den Austausch mit deinem Netzwerk anregen und auch jedes gestartete Ziel ist, also würde ich sagen, ein erreichtes Ziel, weil es sich auf jeden Fall wachsen lässt. Also starte einfach gemeinsam und dann schau, wo es dich hinträgt, wo es uns alle hier gemeinsam hinträgt. Ja, okay. Dann ist so starten wahrscheinlich der einzige Weg, irgendwie da voranzukommen. Was mache ich ganz konkret? Also was ist mein erster Schritt jetzt? Dein erster Schritt, also wie ich schon gesagt habe, am besten teilst du dein Ziel.
erstmal öffentlich, so öffentlich wie möglich, damit du viele Verbündete findest auf deiner Reise. Und wir würden, oder ich würde dich jetzt erstmal bitten, auch, dass du dich bei Xing kostenlos anmeldest. Das ist einfach ein formeller Prozess, damit wir sehen, wer alles auf der Reise mit dabei ist. Und es wird dir auch einiges erleichtern, da du dann direkt die zukünftigen Veranstaltungen mitbekommst. Ja, cool. Vielen Dank, dass du mir die ganzen Fragen beantwortet hast. Wahrscheinlich kommen mir mit der Zeit auch noch ein paar andere Fragen, die ich jetzt gerade gar nicht so präsent habe. Wie melde ich mich da? Kann ich mich da einfach an euch wenden oder was wäre da geschickt? Genau, du kannst die Projektgruppe, die anfangs vorgestellt wurde, direkt kontaktieren. Oder wie Henning gerade eben schon gesagt hast, haben wir einen Slack-Channel, den du auch sehr gerne nutzen kannst. Und dazu auch gerne jetzt hier einmal der Link im Chat. Cool, vielen Dank. Alle Fragen beantwortet. Jetzt kann ich loslegen. Jakob, du hattest gerade auch viele Fragen, wie genau so ein Ziel aussehen kann. Dann würde ich mal sagen, lass uns damit ein bisschen weiter beschäftigen und Bühne frei, Henning und Martina, erzählt uns doch gerne was dazu. Genau, ich dachte gerade, aber es passt aber. Wir schauen erstmal, was heute hier mal rauskommt und was sich dann bis zum nächsten Termin ergibt und da werden sich entsprechend die Gruppen schon finden. Jo, Henning, es ist Anfang des Jahres. Was sagst du? Neue Vorsätze fürs Jahr? Oh, grauenvoll, ja. Und weißt du, was ich mir als Vorsatz gegeben habe? Ich möchte dieses Jahr nicht mehr selber kochen. Oh. Und weißt du, wie lange ich das geschafft habe? 3 Tage? 7 Tage habe ich es geschafft, ja. Und dann war das Knurren so groß, ja. Und ja, nun koche ich wieder selber. Also habe ich mein Ziel wieder eingegrenzt und gesagt, okay, jetzt nicht jedes Wochenende gleich eine Gans braten wollen. Okay, also auf jeden Fall schon mal sehr flexibel auf deinen ursprünglichen Plan reagiert, genau. Ja, wir haben irgendwie überlegt, es gibt ja so klassische Stolperfallen irgendwie bei der Zielfindung und Zielerreichung und Zielumsetzung und da wollten wir einfach ein paar Themen kurz gemeinsam mit euch ansprechen und ich habe es eben, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt. Ich würde zum Beispiel hier auf Zeit gehen, weil ganz, ganz, ganz viele spannende Themen unterwegs sind. Und dann kann es ja passieren, dass man zum Beispiel sagt, oh, da sind aber 3 Sachen bei, die finde ich hyperspannend, total faszinierend. Würde ich mich gerne an allen 3 beteiligen. Wie realistisch ist das tatsächlich im Tagesablauf? Also wie oft hast du dich schon verzettelt beim Plan, Henning? Das darf ich nicht sagen. Okay. Aber wenn jetzt alle anderen mal kurz weghören, passiert es mir auch immer wieder. Ja, letztes Jahr, Simon, du hast es mit initiiert, mit SAP, ein Learning Circle. Ja, ich war dabei und habe gedacht, ja, ich bin vom Fach. Ich weiß, wie das alles geht. Ja, ich kann Zeitmanagement. Ich trainiere sowas auch. Und klar kriege ich das hin, diese Stunde, diesen Impuls unter der Woche teilzunehmen. Und was war? Tja, dann kam der nächste Kunde mit dem Auftrag, dann ging es hier im Projekt doch schneller, dann musste hier nachbearbeitet werden und ich habe es nicht mal geschafft, das wöchentliche Meeting, diese 1,5 Stunden mehr, in den Plan zu integrieren. Und obwohl ich gedacht habe, es sei realistisch, obwohl ich mir die Zeit geplant habe, voll verkackt. Gut, dass jetzt keiner zugehört hat, ja. Aber es ist wirklich schwierig, ja. In der Welt, in der wir uns befinden, wo sich alles so schnell dreht, ja. Und dann auch noch dieses Lernen zu integrieren. Genau, also selbe Erfahrung. Ich bin ja auch großer Wolf-Fan, aber im letzten Zirkel war es auch so. Wir hatten alle absolut fantastische Pläne, aber das Leben kam halt einfach dazwischen mit Geschehnissen. Und es hat mich schon jemand angesprochen, hat gefragt, ja, was mache ich denn aber, weil ich kann mich nicht jetzt regelmäßig mit einer Gruppe treffen. Das funktioniert einfach bei mir nicht im Tagesablauf. Und daher hier schon mal ein ganz konkreter Tipp von uns. Überlegt mal, wie müsst ihr überhaupt synchron in einer Gruppe arbeiten? Also welche asynchrone Elemente gibt es vielleicht auch? Wenn ihr euch ein Thema erschließen wollt, vielleicht macht ihr zusammen ein digitales Whiteboard auf und jeder postet halt auch immer dann, wenn er Zeit hat, das, was er gerade gefunden hat. Und dann wird es schon in gemeinsamen Terminen besprochen, aber man muss halt nicht sagen, okay, jeden Donnerstagabend um 7 Uhr treffen wir uns halt, weil das für viele halt eben nicht so realistisch ist. Also das ist schon mal konkreter Tipp 1. Überlegt euch wirklich, was braucht es an Treffen, was geht asynchron, was geht synchron
Und wir haben auch immer wieder festgestellt, wirklich alle in jedem Termin dabei zu haben, funktioniert tatsächlich halt auch nicht. Also überlegt euch einfach, was ist die Mindestanzahl, wenn ihr euch trefft. Vielleicht sind zwei dann auch schon genug und können aber eine schöne Summary für die anderen schreiben. Einfach pragmatisch damit umgehen, weil es passieren einfach so viele Dinge, die euch die Pläne kaputt machen. Und das ist einfach so. Und das wird auch in Zukunft bleiben. Genau. Wie formulierst du denn Ziele normalerweise, Henning? Ich setze mich tatsächlich bei allen Zielen mit meiner Frau hin und diskutiere sie. Ja, also auch bei den Arbeitsthemen und als Reflexion, und weil sie dann auch halbwegs wertneutral, sie mag mich ja so ein bisschen, ist. Und tatsächlich ich suche mir meine Ziele, reflektiere dann von außen, und dann schreibe ich sie oldschool, wie in den Büchern immer mal wieder so genannt und wie wir es ja hier auch machen, über die diversen Plattformen auf, ganz einfach, ja, und dann visualisiere ich sie, ja, und, in irgendeiner Form, ja, häufig erstmal in dieser Form, und so, dass ich sie präsent habe, ja, und dann grenze ich sie immer weiter ein, ja. Außer das SAP Circle Experiment, ja, das hat nicht geklappt. Ja. Bei den anderen mache ich das immer so und dann geht das, ja. Ja, nein, tatsächlich, das funktioniert dann ja auch, ja. Man muss eben, man muss sie präsent haben, und natürlich reicht das Post-it nicht aus und das Visuelle in der physischen Realität, sondern wir leben in der virtuellen Realität, in der Vernetzung, und wie du dann schon sagst, ja, und baut euch Miro Boards, baut euch Concept Boards, baut euch Whiteboards, Muralboards, Lucid Charts, whatever, welches Tool auch immer, visualisiert eure Ziele und arbeitet daran gemeinsam, und gerade weil es ja alles on the job ist und was wir machen, und der Tipp zur Asynchronität ist meiner Meinung nach das Wichtigste, ja, und habt den Content asynchron, richtet euch einen Slack-Channel ein Discord-Channel, ein Teams-Channel, irgendwie was, und macht euren kleinen Circle und pusht euch dann immer. Ja, das ist beim Erreichen des Ziels ja immer sehr wichtig. Ja, futtert euch, gebt euch gegenseitig Futter, ja, und nicht wie ich mit meinem Ziel, ich will nicht mehr kochen, und dann knurrt der Magen, ja, weil irgendjemand vergessen hat, das Futter dann entsprechend auf die Channel zu packen. Und wir brauchen diesen Input von außen. Ja, und also befruchtet euch dann gegenseitig. Genau, und als kleine Hilfe zur Vielformulierung hat natürlich das Projektteam auch etwas vorbereitet. Das habt ihr eben auch kurz gesehen. Das ist die Slide mit den Bergen drauf und mein Ziel 22. Und die Methode, die dahinter liegt, danke fürs Teilen, super. Die Methode, die dahinter liegt, ist OKR, also Objectives and Key Results. Und SMART, ich denke mal, das kennt jeder von euch. Die smarten Ziele, das habt ihr schon rauf und runter gehört und schon seit 5000 Jahren irgendwie angewandt. OKRs sind nochmal ein bisschen anders gestaltet. Also es geht auf der linken Seite, der weiße Kasten, geht darum, was ist denn mein Ziel? Also hier das Ziel zu formulieren. Und hier auch immer ein ganz wichtiger Tipp, nimmt ein Verb mit rein. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, genau, Kristallkugelkompetenz ist bei mir echt hängen geblieben. Einfach nur Kristallkugelkompetenz, dann, ja, was wäre das denn für ein Ziel? Also will ich das können, wissen, drüber reden können, selber beibringen können? Also überlegt euch wirklich, welches Verb gehört dazu? Was ist wirklich hier euer Ziel? Wie würdet ihr das ganz spezifisch formulieren? Und auf der rechten Seite gibt es dann drei kleine Ziele, also Unterziele, die erreicht werden. Und der Hintergrund hier ist, dass man ganz oft quasi sich so ein großes Paket schnürt. Also ich habe jetzt ein Ziel, zum Beispiel das Metaverse. Ja, okay. Und mein Ziel ist, am Ende will ich alles darüber wissen. Wie kann ich aber überhaupt messen, dass ich hier vorangekommen bin, was ich getan habe und ob ich erfolgreich war? Und deshalb ist es in OKRs so angelegt, dass diese Unterziele formuliert werden, auch wieder sehr spezifisch. Kann zum Beispiel sein, ich habe bis Ende März 3 Posts darüber geschrieben auf LinkedIn oder irgendwas. Also das ist euch ja völlig überlassen. Aber ihr habt einfach 3 Schritte, von denen ihr wisst, okay, die gehe ich, um mein Ziel zu erreichen. Ich habe ganz konkret gesagt, was ich da tue, und ich kann messen, ob ich das erreicht habe oder nicht. Ihr müsst das natürlich nicht verwenden. Das ist einfach nur eine Vorlage für euch und ein kleiner Tipp. Auf jeden Fall funktioniert das schon mal ganz ausgezeichnet, um ja, sich an dem ganzen Projekt tatsächlich dann weiterzuhangeln. Für all die, die dann
neuer in den Themen sind, nutzt bei Fragen dann auch gerne entsprechend die Community. Ne? Wir haben Twitter, wir haben LinkedIn, wir haben Gruppen hier links und rechts und überall. Wir haben die Slack-Community. Nutzt es auch für Fragen außerhalb eures Circles, eures Lernreisen, Projektteams dafür bitte. Genau, ich habe noch zwei kleine Tipps, dann haben wir es aber, glaube ich, auch. Also der eine Tipp ist wirklich klein anfangen. Ich hatte auch zuletzt jemanden, da fragte mich eine Kollegin, ja, aber wie mache ich das? Ich kann nicht 2 Stunden irgendwann in der Woche nachmittags mich dann damit beschäftigen. Habe ich auch nur so, wieso jetzt 2 Stunden nachmittags? Und irgendwie, ja, ich muss ja Zeit dafür einplanen, das muss sich ja lohnen. Nein, also auch das geht dann oft schief. Überlegt doch mal, habt ihr vielleicht irgendwann morgens eine halbe Stunde bei einer Tasse Kaffee oder am Nachmittag oder am Wochenende vielleicht? Also fangt ruhig klein an. Denkt nicht immer, ihr müsst diese großen Blöcke irgendwie stemmen. Das funktioniert oft nicht. Sondern überlegt euch ganz realistisch, wann ist es einfach mal 30 Minuten, wann ist es mal 20 Minuten, um überhaupt mal die ersten Schritte zu gehen. Das summiert sich. Das ist ja das Faszinierende. Und das Zweite ist, das habe ich auch ganz oft bei neuen Themen, ihr habt ein ganz tolles Thema euch rausgesucht und fangt an, euch damit zu beschäftigen. Und dann gibt es unglaublich viel Fachvokabular und ja, worüber reden die denn eigentlich überhaupt? Was meinen die denn überhaupt? Ich verstehe das alles nicht. Dann googelt einfach mal ein bisschen und schaut, es hat andere Newbies in diesem Bereich gegeben. Und es gibt immer wieder Menschen, die den Einstieg in Themen für andere vorbereiten und wirklich da Links geben und sagen, okay, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, dann sind das so deine ersten Links, deine ersten Lektüren. Mit ein bisschen Recherche findet ihr die auf jeden Fall. Es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, die genau sowas teilen. Und das ist enorm hilfreich, kann ich nur sagen. That's it mit unseren Tipps und Tricks, würde ich sagen. Jetzt geht's weiter. Und von der undurchsichtigen Landkarte der Ziele huschen wir jetzt zum durchsichtigen und klar formulierten Reiseplan mit Svenja und Jakob. Henning und Martina, das waren sehr schöne Impulse. Vielen Dank dafür. Ich muss auch wirklich sagen, dass der Chat in dieser Veranstaltung sehr unterhaltsam ist zu dem, was wir hier hoffentlich euch gerade berichten. Genau, und ich möchte euch gerne was zu dem Reiseplan erzählen, denn wir sprechen ja die ganze Zeit, Stichwort, von einer Lernreise. Also möchten wir diese Lernreise euch jetzt hier noch einmal sichtbar machen. Also aktuell befinden wir uns hier im Kickoff, wo wir euch hoffentlich tolle Impulse mit an die Hand geben, die euch jetzt motivieren, direkt mit dabei zu sein und die sich noch nicht angemeldet haben, auch bei Xing zu registrieren, sodass wir sehen, wer wirklich alles mit dabei ist. Und genau, ab heute könnt ihr euch dann Gedanken machen, was denn ein potenzielles Ziel für euch wäre. Offiziell starten wir allerdings erst am 21.02. in der Auftaktveranstaltung, wo wir dann nochmal genau konkret schauen, was für Ziele stehen denn gerade eigentlich schon im Raum und klären nochmal Fragen mit euch gemeinsam. Und dann habt ihr nach dieser Auftaktveranstaltung am 21.02. eine Woche Zeit. Das ist dann eure letzte Woche, wo ihr an euren Zielen schärfen könnt. Und dann wäre es sehr schön, wenn euer Ziel dann final bis zum 25.02. steht und sichtbar gemacht worden ist von euch. Genau, und dann seht ihr hier auf der Lernreise, dass wir 2 Boxenstopps eingerichtet haben. Einmal am 28.03. und 25.04., wo wir nochmal gemeinsam zusammenkommen. Was dann dort in den Terminen genau auf der Agenda steht, das entwickeln wir noch alle gemeinsam agil. Da werden wir euch aber zeitnah drüber informieren, was dann in den Boxenstopps, was wir da mit euch Spannendes planen. Und der letzte Termin in unserer Lernreise ist dann der 25. Mai im Rahmen des Corporate Learning Camps, wo wir dann hoffentlich alle gemeinsam zusammenkommen und dann die tollen Lernergebnisse gemeinsam teilen wollen, uns darüber auch austauschen wollen und gemeinsam unsere erreichten Ziele feiern wollen. Und Great News schon mal hier vorab, alle, die die Reise mit uns von Anfang bis Ende durchziehen und hoffentlich auch ihr Ziel erreichen, bekommen auch ein Open Badge von uns, was ihr dann teilen könnt. Aber auch dazu, wie das Ganze aussieht zum Thema Bachelor-Leihung etc. und unter welchen Prämissen ihr dieses bekommt, teilen wir mit euch dann in der Auftaktveranstaltung im Februar. So, das war der grobe Umriss zum Reiseplan und unserer Lernreise. Dann vielen Dank auch dafür. Und da hatten wir es auch ein paar Mal schon,
das Allerwichtigste bei einer Reise ist wahrscheinlich, dass man sie überhaupt erstmal startet und alles Weitere kommt dann. Und da sind wir jetzt. Und bevor wir euch alle abfliegen lassen, möchten wir natürlich auch nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich glaube, wir alle haben den Chat ein bisschen beobachtet und ich glaube, viele Fragen wurden beantwortet. Falls es doch noch Fragen gibt, die jetzt gerade super wichtig für euch sind, dann stellt sie gerne jetzt oder jederzeit wann anders, zum Beispiel in der Slack-Gruppe. Da werden wir schauen, dass wir euch die Fragen beantworten. Eine Sache möchte ich jetzt gerade nochmals betonen, weil jetzt auch viele Ziele hier in den Kommentaren gepostet wurden. Macht es gerne, postet eure persönlichen Ziele, wo immer ihr möchtet, plus in den Kommentaren auf colern.de, dass wir die Ziele irgendwo zentral haben und dass wir einen Anlaufpunkt haben, wo alle schauen können, welche Ziele gibt es denn, wo kann ich mich anschließen, wo kann ich was mitlernen, wo kann ich mich einbringen. Ich habe den Link nochmal in den Kommentaren gepostet. Genau, und jetzt, Falls ihr Fragen habt, haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Im Chat ist gerade auch schon was zusammengekommen. Ich scroll gerade einmal nach oben. Einmal eine Frage von Verena. Werden die einzelnen Ziele auf Slack gesammelt? Die finde ich meine Reisebegleiter. Genau, wir können Slack nutzen, aber in erster Linie, wie wir das, ich mit meinem Dialog mit Jakob erwähnt habe, wäre erstmal, dass ihr euer Ziel auf Colern sichtbar macht. Dann könnt ihr dort auch sehen, was für Ziele wurden schon geteilt und euch dort gemeinsam austauschen. Ansonsten, genau, Slack, unser Kanal gibt es natürlich, existiert weiterhin. Und natürlich auch jetzt hier unsere einzelnen Stationen auf unserer Lernreise. Da wollen wir uns immer wieder gemeinsam mit austauschen. Und wenn gleich noch Zeit ist, auch direkt in Breakout Rooms starten, sodass ihr dann auch direkt hier schon Verbündete finden könnt. Ja, Simon hat es ja auch nochmal in den Chat geschrieben, ja, noch nachholen. Und also die Ziele, Thema Blogparade, nutzt die offiziellen Wege der CLC, der Corporate Learning Community bitte und geht auf Colern und platziert dort eure Ziele und versetzt sie auf Twitter, auf LinkedIn und in den anderen sozialen Medien mit dem Hashtag MeinZiel22, nicht 2022, 22. Und dann werden sich kleine Projektteams ergeben, ja, Thema Selbstorganisation, Empowerment und Co. lassen den ja immer grüßen und überlegt, recherchiert und durchforstet die entsprechenden sozialen Medien, Colern und tickert die jeweiligen Menschen dann eben direkt an und dann finden sich Circles zwangsweise zusammen. Genau, und macht das vor allen Dingen auch schon, wenn ihr euch noch nicht so ganz sicher seid. Also wenn ihr sagt, ich habe grob eine Idee oder grob ein Thema, aber ich bin noch nicht in der Detailplanung, kein Problem, einfach in dem Stadium schon posten. Und andere sind vielleicht genau in der gleichen Denkschleife wie ihr und sind total happy, dass jemand auch mit drüber nachdenkt. Danke euch für die Fragen. Bis gleich. Danke an alle, genau. Eben, danke ans Team.